Meine Freiheit endet dort, wo deine Freiheit tangiert ist. Wenn ich jetzt als ukrainischer Präsident, als ukrainische Regierung zum Schluss komme, seit etwa 10 Jahren, dass ich mit grösstem Nachdruck betreibe eine Integration von meinem Land in die NATO. Mit der Bedeutung, dass am Schluss in der Ukraine Atomraketen von den Amerikanern unmittelbar vor der russischen Grenze stehen können. Und wir unterstützen das im Westen, die Amerikaner unterstützen das. Ohne uns eine Sekunde ist es ja fast Landesverrat, überhaupt nicht mehr über das nachzudenken, zu überlegen, was bedeutet das eigentlich für die anderen? Was bedeutet das eigentlich für die? Wir sind so überheblich, wir sind so arrogant, wir sind so betrunken von unserer eigenen, von der Illusion, von unserer eigenen moralischen Überheblichkeit und Überlegenheit, dass wir sagen, das können wir uns rausnehmen, das können wir machen.